Werbetestimonial zu sein, ist aus meiner Sicht immer ein Segen, weil es dir natürlich viel zurückgibt für die Arbeit, die du irgendwann mal vor der Zeit dann auch tätigen musstest, wo keiner nach dir gefragt hat, wo du viel private Zeit auch dann liegen lässt, wenn ich jetzt aus der Sicht von einem Sportler spreche. Und wenn du dann natürlich irgendwo auch sowas bekommst, ist das in meiner Sicht ein Segen, was ja auch nicht immer so ernst ist, sondern auch mal immer so ab und zu auch was Lustiges hat. Mein Leben als Unternehmensberater ist schon ein bisschen anders. Ich erzähle ja aber trotzdem oder ich bringe ja das, was ich früher erlebt habe, mit ein. Somit bin ich so grob auf dem ähnlichen Weg. Mit Abstand natürlich von dem Wettkampfgeschehen, was wir früher immer hatten. Aber irgendwie befinde ich mich trotzdem ein bisschen in meiner Welt noch. Auf einer anderen Seite aber halt, es macht trotzdem unheimlich Freude, den Leuten natürlich dann gewisse Dinge mitzugeben, die sie vielleicht, ja, weiß ich nicht, in dem einen oder anderen Buch vielleicht lesen könnten. Aber wenn man ein Buch liest, ist es meistens auch irgendwo nach einer Woche wieder weg. Und eine Persönlichkeit zu treffen, ist selbst für mich immer was ein einschneidender Moment, den ich teilweise über Jahre immer mitnehme. Ich glaube, für junge Sportler, wenn es darum geht, irgendwelche Tipps zu geben, ist immer das Umfeld, was sie vor dem Erfolg hatten, immer beizubehalten. Weil alles, was neu dazukommt, ist nicht die Garantie, dass das auch die richtigen Leute sind. Und wenn man bodenständig bleibt, macht man eigentlich keine Fehler, weil die Leistung ist da. Und wenn die Leute drumherum nicht zu groß und zu viel wachsen, ist alles entspannt.